So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Minecraft mit Waldgeist, mit meiner Wenigkeit. Wir sind hier in dem Dungeon, das wir beim letzten Mal hinter uns, nein, nicht hinter uns lassen wollten, sondern in das wir hineingestürzt sind. Und ich habe gerade einen Heilmund. Geh weg. Was fühlst du da? Was soll das? Unglaublich. Diese vorlauten Haare hier, die sich mir in den Mund... Warum? Was hat es überhaupt auf meiner Sprechmuschel zu suchen? Naja, egal. So, es geht mir schon ein bisschen besser. Ich war ja krank bei der letzten Aufnahme. So ein klein wenig hat man vielleicht gehört. Ich hoffe, dass man es diesmal nicht mehr so viel hört. Komisch, ne? Das sage ich jetzt irgendwie häufiger. Das ging mir auch schon bei den allerersten Aufnahmen so, dass ich ein bisschen kranker war. Mir ist außerdem aufgefallen, dass ich in meinem Krankheitswahn vollkommen vergessen hatte, die Tonspur mit aufzuzeichnen, weswegen ihr absolut nichts hört, außer meinem Tastaturgeklicker, und das ist alles natürlich nicht so, genau das habt ihr dann auch nicht gehört. Das Gegrunze von Monstern und so. Ja, ist ja gut. Hör mal auf, ins Ohr zu furzen, du. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin immer noch krank. Ich habe tatsächlich die Grippe gehabt, oder habe da nicht die Grippe gehabt, sondern ich habe die Grippe noch, die letzten Auswirkungen nach fast einer Woche rumliegen und röcheln. Da röchelt auch so einer. Komm mal hier rüber, geröchelt, du Röchler. Da kannst du nämlich einen Abflug machen. Ja, auf Wiedersehen. Gute Reise. So. Genau, und das, da versuche ich mich gerade eben noch von den letzten Auswirkungen zu erholen. Und nicht zu sterben, falls ich das gerade hinkriege. Denn wir sind ja so schön weit gekommen in dieser Höhle, die wir jetzt natürlich weiter erkunden werden. Solange ich in der Höhle unterwegs bin, ist auch klar, dass ich jetzt nicht irgendwelche irren Themen oder sowas ansprechen werde, denn das ist eine recht große... Was ist denn da kaputt? Nicht so Themen ansprechen kann, da ich mich natürlich ein bisschen konzentrieren muss. Immerhin sind diese... Was ist denn da kaputt? Irgendwas ist da kaputt. Ich guck mal kurz hin. Oder ist es einfach nur der Eingang? Oh, krass! Das ist der Ausgang aus der Höhle. Oh, cool. Auch nicht schlecht. Gut, dann schauen wir mal, was wir noch an Kohle haben. Wir haben noch ein bisschen Holz. Wir brauchen noch dringend mehr Fackeln. Das ist klar. Das war aber auch klar, dass wir mehr Fackeln brauchen. Deswegen habe ich ja alles mitgenommen. Oh, wir brauchen nicht mehr Fackeln. Ich bin doof. Nicht mehr krank und immer noch krank im Kopf. Was soll man dagegen nur machen? Nichts. Ich guck mal ganz kurz, wo wir denn da rauskommen. Und hoffe, dass ich dabei nicht ertrinke. Wow, fuck, es ist tief. Mitten im Meer. Krass. Okay. Passt ja auch gerade irgendwie so zur Musik. Dun, dun, dun. La, la. Und hinab in die Tiefe. Rein in die gute Stube. Hinuntergerutscht. Die Kohle natürlich nicht liegen lassen, darf man nie machen. Denn das heißt ja nicht umsonst. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle ist immer gut. Denn wenn ich die Kohle hole, fühle ich mich wohl im Hole. Das wär, hätte es nur im Englischen geklappt. Denn da heißt ja Hole immerhin Loch. So. Schnell die Kohle hier mitnehmen. Auch wegen der XP, die wir ja grandios verloren haben. In voller Dummheit bin ich draufgegangen, als ich mich mit einem Skelett angelegt habe. Voll übermütig, dumm und dusselig. Aber das wird mir nicht nochmal passieren, hoffe ich. Ist da jetzt eigentlich noch mehr Kohle oder sehe ich die nur gerade nicht? Na egal, ich lasse hier trotzdem mal ein Stückchen von... Ja, jetzt auch immer dieses Zeug hier. Geraffel. Ich muss mich um wichtigere Dinge kümmern, Freunde. So. Fallen mir halt auf den Kopf. So, hier oben, so weit oben gibt es sowieso keine schönen Ressourcen, deswegen stürze ich mich mal in die Tiefe. It's over. Nee. Nein, ich will die Kohle. Ich will die Kohle holen. Boah, dauert das lang. Okay, gut, das lassen wir. Das ist mir jetzt auch egal. Das dauert mir zu lang.
Und jetzt hier wollen wir nicht gleich runterfallen, denn wir waren ja eigentlich hier gerade. Ich weiß nicht, ob wir hier vielleicht an der Stelle einfach umdrehen sollten und erstmal den Gang, den wir schon erkundet haben, zurückgehen. Ja, ich würde sagen, das machen wir. Also hier keine Ressourcen, nichts dergleichen. Jetzt würde ich sagen, stürzen wir uns einfach den Gang entlang. Zurück in die gute Stube. Das ist ja nur die Höhle da oben, gell? Ja. Oh, da haben wir Gold, hier haben wir Eisen. Auf jeden Fall reichlich Sachen hier in dieser Höhle. Dafür ist sie ja auch groß genug. Immer schön ab und zu aufgucken, wie so eine Katze beim Essen. Apropos Katze, da möchte ich doch mal über ein Thema reden, genau. Ist zwar jetzt eigentlich gerade überhaupt nicht der richtige Zeitpunkt, um über Themen zu reden, aber mein Lieblings-Let's Player, Gronkili, hat ja immer so ein Lästerschwester-Einstellung zu Katzen. Warum auch immer. Er mag wohl Katzen nicht so wahnsinnig gerne. Und dann sagt er immer so Sachen wie, ja, aber Hunde sind ja so voll kollegial und so Katzen, die sind ja nur so Egoisten und da muss man halt wissen, ob man mit einem Egoisten zusammenleben will oder lieber mit jemandem, der einen auch mag. So, zum einen, der Hund, der mag dich vor allem deswegen, weil es in seiner Natur liegt. Er ist ein Sozialtier. Ob er dich auch wirklich mag oder ob er sich das nur einredet, weil du Herrchen bist und damit sein Boss, das lässt sich jetzt irgendwie sozialphilosophisch nur schwer einordnen. Der Hund glaubt ja, dass er dich mag, aber er mag dich vor allem deswegen, weil du das Herrchen bist. Wenn du deinen Hund nicht erziehst, dann wird er dich auch nicht so groß mögen und dir auch nicht folgen und auch nicht der beste Freund sein. Das heißt, du musst auch beim Hund ganz genau darauf achten, wie du ihn behandelst. Jetzt mal ein Beispiel eines Menschen, der mit Katzen schon länger gelebt hat. Ich habe, genauso wie mit Hunden übrigens, ich habe nichts gegen Hunde. Ich liebe Hunde. Hunde sind super toll. Ich mag ganz, ganz viele Tiere. Aber eine kleine Geschichte, weil ich jetzt, das passt jetzt eben gerade gut zu meiner Krankheit. Ich war jetzt die letzte Woche eben krank, Grippe, tralala. Und wir haben eine Katze. Also meine Freundin und ich. Und die Katze, die ist uns zugelaufen, ist eine Streunerin. Also eigentlich jemand, von dem man denken müsste, boah, die ist bestimmt total egoistisch. Und die weiß ja sowieso nicht, worum es hier geht. Habe ich jetzt gerade einen Schreck gekriegt davon, dass mein Ding zerbrochen ist. Meine Herren! Mein Herz, ich bin doch noch krank, kannst du doch nicht machen. Also wie gesagt, lass mich jetzt mal das Thema zu Ende erzählen hier. Also wie gesagt, diese Katze hat irgendwie, ich weiß nicht warum, aber die hat es irgendwie geblickt, dass ich krank war. Und kam dann ständig zu mir. Normalerweise sitzt die immer und nur bei meiner Freundin. Und jetzt kam sie immer zu mir, hat sich bei mir hingesetzt und hat mich ganz fürsorglich sozusagen angeschnurrt und war auch viel, viel, viel mehr drinnen als sonst. Und das lag nicht daran, dass es draußen gerade besonders kalt war, sondern ganz im Gegenteil, es war ja gerade wieder so ein bisschen wärmer. Uah. Und trotzdem kam die Katze immer schön brav zu mir. Und dann hatte ich vom vielen Husten, das kennt ihr vielleicht, wenn ihr schon mal länger die Röchelseuche gehabt habt, dann kann es passieren, dass man sich einen Nerv im Rippenbogen verklemmt. Und das tut teuflisch weh, als kriegt ihr einen Herzkasper. Wow, okay, hallo. Das muss ich kurz mal erledigen hier. So, also auf jeden Fall habe ich dann so einen fiesen Krampf gehabt. Und das tut wirklich unglaublich, wie man denkt da, okay, jetzt war's das endgültig. Ich gebe den Löffel ab. Hier hast du ihn wieder und kannst selber damit essen. Aber es ist meistens dann nur ein verzwickter Nerv im Rippenbogen. Also, wie gesagt, die Katze hat das von außen gehört, denn das Fenster war gekippt. Hallo Spinni. Und kam plötzlich zu unserem Haus gerannt und hat da rumgemaunzt, direkt vorm Haus. Meine Freundin ist dann runter. Die Katze ist an ihr vorbei, durch den Hausgang, wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus, hochgerannt und ist zu mir gerannt, also rein in die Wohnung, hat sich umgeguckt nach mir und ist dann zu mir hingekommen und hat mich beruhigend geschmust, und also halt angeschmust, hat geschnurrt und hat erst wieder aufgehört, als ich quasi wieder still, ruhig gegeben habe. So als hätte sie verstanden, dass ich gerade Schmerzen hatte. Und das ist nicht die erste Katze, bei der mir solche Verhaltensweisen aufgefallen sind. Das waren jetzt vor allem auch Kätzinnen, die halt, sagen wir mal, mehr natürlichen Instinkt dazu haben, fürsorglich zu sein. Kater sind da so ein bisschen entspannter, was das angeht. Aber auch bei Katern habe ich sowas schon erlebt. Also kann man auf keinen Fall, wenn man länger mal mit Katzen
zu tun hatte, davon sprechen, dass Katzen ja rein egoistisch handeln und überhaupt nicht fürsorglich sind und sich einen Scheiß für die Menschen interessieren. Die sind sehr fürsorglich, die können sich, wenn man sie auch richtig behandelt, auch total an einen ganz speziellen Menschen binden und gewöhnen. Und ja, wie gesagt, die allein schon auch solche Handlungen, die jeder Katzenpapa oder jede Katzenmama, die sicher schon mal erlebt hat, wenn sie eine Draußenkatze hat, dass plötzlich die Katze laut maunzend und stolz vor einem sitzt mit ihrer letzten gefangenen Beute, das hat nichts damit zu tun, dass die Katze irgendwie einfach nur so sich da anschleimen will oder sonst irgendwas. Das ist ein Verhalten, das die Katze normalerweise für ihre Jungen an den Tag legt. Die fängt denen was und möchte sie dann dazu animieren, entweder eben das Gefangene zu essen oder damit eben zu spielen, um eben Jagdtraining zu bekommen und mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es ist denn so, in so eine Maus rein zu beißen, so ungefähr. Und dieses Verhalten legt die Katze auch beim Menschen an den Tag. Und da kann man doch ganz klar sehen, wie wichtig die Katze dann den Menschen in dem Fall einstuft. Sie denkt, wir sind ihre Kinder und sie muss auf uns aufpassen. Also bei den Katzen ist es so zwei geschachtelt. Auf der einen Seite schnurren sie, als wären sie quasi selber Katzenkinder und lassen sich auch gerne streicheln. Das sind alles Verhaltensweisen, die Katzen ja normalerweise eher mit machen, wenn sie Katzenbabys sind. Und verhalten sich uns als Menschen gegenüber auch immer so ein bisschen wie Katzenbabys. Sobald sie dann raus sind, sind sie die großen wilden Tiger. Kennt ja sicherlich auch jeder. Aber auf der anderen Seite haben sie dann eben den Instinkt, dass sie uns irgendwie mögen und das dann ausdrücken, indem sie uns behandeln wie Katzenbabys. Ja, nur mal zur Erklärung, so für die Leute, die sich nicht so mit Katzen auskennen. Das sind nur so ein paar kleine Beispiele dafür, wie Katzen ihre Zuneigung Menschen gegenüber zeigen können und das auf eine wirklich ausgeprägte Art und Weise, ohne dass man sie vorher mit irgendwas bestochen hat oder indem man sie scheiße behandelt, also was bei Hunden manchmal der Fall ist. Wenn du dem Hund halt zeigst, keine Ahnung, du bist der Boss, dann kannst du ihn auch scheiße behandeln und er wird dich trotzdem lieben. Und das ist halt ein Charakterzug, der mir an Hunden halt nicht gefällt. Es ist leider nicht so, dass Hunde eben so schlau sind, in Anführungszeichen, und nur die Menschen mögen, die sie halt gut behandeln, sondern Hunde sind halt vor allem auch eben Sozialtiere, habe ich ja gesagt. Und wenn man denen klar macht, und zwar egal wie, dass man der Boss ist, dann werden sie einen lieben. Auch wenn man sie scheiße behandelt. Das finde ich halt schade. Weil es irgendwie kein Charakterzug ist, den ich jetzt irgendwie toll finde an Hunden. Ich fände es cooler, weil bei Katzen ist das anderes. Wenn du eine Katze scheiße behandelst, die wird gegenhalten. Und zwar bis sie tot umfällt. Die wird nie plötzlich sagen so, oh ja, jetzt warst du so böse zu mir, jetzt bin ich unterwürfig, weil ich irgendwie Angst vor dir habe. Sondern die wird einfach immer weglaufen. Oder eben bis zu einem gewissen Punkt auch wird sie wirklich zurückgeben und halt eben ja beißen, krallen, kämpfen bis zum letzten Atemzug. Das finde ich irgendwie eigentlich einen ganz charmanten Charakterzug, wenn man so will. Aber wie gesagt, das heißt nicht, dass ich damit jetzt in irgendeiner Weise andeuten will, dass die einen Tiere die besseren Tiere oder die schlechteren Tiere sind oder so, sondern jeder Mensch muss für sich auch das Tier finden, mit dem man natürlich auch zusammenleben kann und auch zusammenleben will. Ich kann aber vor allem ganz grundsätzlich sagen und jedem Menschen empfehlen, mit einem Tier mal zusammen zu leben, weil ich finde, das ist auch charakterprägend, je nachdem. Manche Tiere verlangen einem mehr ab, manche Tiere weniger. Ich meine, jetzt so irgendwelche Reptile, die beispielsweise jetzt dem Menschen gegenüber vielleicht weniger interpretierbare Verhaltensweisen zeigen, wobei auch die Persönlichkeiten haben. Also ich kenne auch Leute, die Reptilien haben, die sagen, die haben dann auch total lustige Angewohnheiten, total süße und kommen dann auch irgendwie auf Zuruf und verstehen die Menschenstimme, kennen die Menschenstimmen. Also wie gesagt, alle Tiere haben da, also alle domestizierten Tiere vor allem, haben da irgendwie die Fähigkeit, dem Mensch irgendwie näher zu kommen. Weil der Mensch selber, der ist ja irgendwie so ein bisschen zu blöd, sich an die Tiere anzupassen. Und deswegen haben die Tiere dann über die Jahrtausende gelernt, hey, diesem Zweibeiner, dem muss man irgendwie gefallen, das lohnt sich, das taugt, dann überlebt man länger. Ja, wie gesagt, Tiere sind cool und Katzen sind es genauso und die sind kein Stück einfach nur blöde Egoisten, die nur tun, was sie wollen und Menschen sind ihre Diener und sowas. Es gibt Katzen, die haben diese Verhaltensweisen drauf, aber das heißt, das dann quasi hineinzuinterpretieren in die Verhaltensweise, dass das Tier denkt,
der Mensch ist mein Sklave und ist nichts wert und sowas, bla bla bla. Das ist dann eben eine unfaire Vermenschlichung des Tiers, für das das Tier überhaupt nichts kann. Weil eine Katze denkt nicht so, die kann gar nicht so denken, wie sollte sie auch? Dafür hat sie nicht mehr die Gehirnbereiche, um so zu denken. Deswegen sollte man auch sowas nicht tun. Und genauso wenig bei Hunden sollte man rein interpretieren, dass die Emotionen haben wie Menschen oder genau denken wie Menschen oder sowas. Das tun sie nicht. Sie denken wie Hunde. Und das ist auch in Ordnung und das ist auch gut so. Und es ist viel wichtiger, dass wir lernen, so zu denken wie die. Weil wir haben die Gehirnkapazität, uns da komplett reinzudenken und irgendwie uns Bücher durchzulesen, um zu lernen, wie ihre Körpersprache funktioniert, was die Anzeichen bedeuten, wie man das Tier richtig oder falsch behandelt und so weiter. Und da sollten sich die Tiere eigentlich gar nicht anpassen müssen und schon gar nicht vermenschlicht werden müssen, dass irgendwie eben die Menschen dann immer sagen, ja, und jetzt hat sie gerade das gedacht oder jetzt hat der Hund oder die Katze das gedacht und die selbst gedacht. Ich hatte ja vorhin eben auch wie so eine halbe Vermenschlichung gemacht, aber ich versuche das immer so zu interpretieren, dass ich mir denke, wie könnte sie jetzt gerade oder warum denkt jetzt die Katze gerade, sie muss jetzt zu mir kommen? Und da fällt mir eben nur als einzige Analogie an, dass ich für sie vielleicht ein Katzenkind bin oder sowas und sie eben dann zu mir kommen will und mir zeigen will, dass alles in Ordnung ist und mich beruhigen will, weil das machen sie auch bei ihren Katzenbabys, wenn die schreien und es ihnen nicht gut geht. Und dass Katzen so einen gewissen Instinkt haben, was kranke Menschen angeht, das ist ja inzwischen sogar schon wissenschaftlich untersucht worden bei Katzen, die in solchen Krankenhäusern waren und dann immer wussten, welcher Mensch als nächster stirbt und sowas. Und da hat man dann auch versucht, naja, das liegt bestimmt daran, dass der Mensch einfach nur irgendwie wärmer wird, wenn er stirbt oder kälter wird oder sonst irgendwas und die Katze erkennt es und geht dann halt dahin. Aber dann haben sie halt leider immer noch keine wirkliche Begründung dafür, warum die Katze da überhaupt hinging. Also das wurde schon untersucht und man hat da immer noch keine wirkliche Begründung dafür gefunden, nur eben die Tatsache, dass es tatsächlich so war, dass die Katze, also das ist aus einem amerikanischen Altersheim war das, glaube ich, dass die Katze immer, ich glaube, einen Tag oder irgendwie 24 Stunden oder 48 Stunden vorher zu den alten Menschen hingegangen ist, die dann halt irgendwann gestorben sind. Also in den nächsten 24 Stunden. Die haben sich dann auf das Bett gelegt, so lange, bis der Mensch tot war und dann sind sie wieder gegangen. Und das ist auch ganz interessant, was das für eine Verhaltensweise ist und was es zu bedeuten hat, das kann man natürlich nur sehr schwer interpretieren und das würde ich auch nicht tun, das jetzt irgendwie zu interpretieren. Aber ich finde es schon spannend, dass das Tier so eine feine Sensorik hat, dass es irgendwie versteht, dass mit dem Menschen irgendwas nicht stimmt und dass es halt jetzt irgendwie für sich entschieden hat, sich dahin zu setzen und bei dem Menschen zu bleiben, so lange, bis er nicht mehr ist. Das finde ich schon irgendwo total krass, auf eine Art und Weise, oder? Also könnt ihr mir gerne irgendwie in die Kommentare schreiben. Nee, ernsthaft, also falls ihr da irgendwie sagt, irgendwie auch eine Meinung dazu habt oder so, die ihr mitteilen wollt. Ich würde mich da freuen, wenn ihr da auch was zu sagen könnt. Ich finde sowas schon spannend, auf jeden Fall. Ich möchte jetzt ja, wie gesagt, keine Mystik oder sonst irgendwas reininterpretieren. Das ist bestimmt was total pur Biologisches. Aber cool finde ich es trotzdem. Und ich hoffe, das ist auch in Ordnung für die meisten. Ohne jetzt religiös werden zu müssen oder philosophisch oder sonst irgendwas. Denn muss ja nicht immer alles mit einer Bedeutung versehen werden. Manchmal sind einfach Dinge auch einfach, wie sie sind. Und die sind auch, wenn sie sind, einfach nur so schön, dass man sie einfach lassen kann. Ohne drüber nachzudenken. So, dieser kleine Exkurs, der lag mir ja schon seit längerem auf der Zunge, weil ich schaue, wie gesagt, auch regelmäßig immer noch weiter Gronkh Let's Plays und er halt immer wieder jetzt gerade auch wegen dem Mord an Mieze Mautz davon gesprochen hat, so ja, wir brauchen immer wieder eine Katze und dann spricht er davon, wie merkwürdig Katzenbesitzer doch sind und besonders weibliche Katzenbesitzer und die seien ja manchmal so richtig wie ihre Katzen oder irgendwie sowas hat er halt irgendwie gemeint, dass sie genauso merkwürdig und egoistisch seien oder ach, keine Ahnung, auf jeden Fall war das, naja, da wollte ich halt unbedingt mal was dazu sagen für alle die Leute, die vielleicht bei ihm auch zugeschaut haben, damit da keine Missverständnisse entstehen, denn so ist es auch nicht ganz richtig. Übrigens ist noch ein weiterer Fakt, den auch die meisten Leute, die sich mit Katzen nicht auskennen, ja, da habt ihr gerade auch jemanden niesen gehört, meine Freundin ist nämlich auch krank, super, also zuerst ich und dann, nachdem ich wieder halb gesund war, hat sie sich dann hingelegt, das war ein perfektes Timing.
Nee, genau, was ich auch noch sagen wollte ist, die meisten Leute sagen dann ja immer, ja, Katzen sind ja so voll die Einzelgänger. Und das ist auch ein Mythos, der auch schon längst wissenschaftlich untersucht wurde und widerlegt ist. Denn Katzen sind nur, die sind quasi so, man könnte sie sagen, es sind Zwecksozialtiere. Das heißt, Katzen leben oder sie können werden sozial, wenn sie durch die Umstände dazu gezwungen sind, sozial zu werden. Also wenn jetzt eben ganz viele Katzen, da grunzt irgendwas, um sie herum, wenn ganz viele Katzen um sie herum leben, dann sind sie fähig, sozial zu leben. Und haben dann auch richtige so Sozialtreffen und sowas. Wow! Ab geht's. Und haben dann auch richtige so ich muss dringend was essen, und haben so Sozialtreffen. Da gibt es auch diese berühmt-berüchtigen Katzenfotos, wo eben die Katzen dann sich irgendwo in einer Straße treffen und gemeinsam so richtig wie so eine Art Katzenrad abhalten. Daher kommen ja auch diese ganzen, ein Teil dieser Geschichten, wie auch die Cats, das Cats-Musical und so weiter. Hallo! Ja, ja, Creeper. Autsch! Okay, ich habe noch kein gutes Schwert. Aua! Okay, das war jetzt knapp. Okay, so einen Scheiß machen wir nicht mehr. Also gut, wie gesagt, Katzen sind auch Sozialtiere, auch sozial, also so wie jetzt zum Beispiel Löwen oder sowas, sind sie natürlich nicht. Die haben keinen festen Familienverband, in dem sie leben müssen, aber sie können es, wenn sie wollen. Wenn es die Natur von ihnen abverlangt. Sage mal, ist ja gut jetzt hier mit der Krieperei. Gibt's ja gar nicht. Das fand ich auch sehr spannend, dass es tatsächlich so ist, dass die Katzen da eben nicht so eingeschränkt sind, wie viele Leute, die keine Ahnung von Katzen haben und sich auch nie damit beschäftigt haben, immer wieder glauben. Ne? Aber so ist es ja häufig mit Themen und Sachen und Dingen, mit denen man sich nicht komplett beschäftigt hat. Da kann es passieren, dass man dann irgendwelchen alten Vorurteilen oder alten Wissensständen erliegt. Und dann kommt da nachher nur Blödsinn bei raus.